si t'as besoin de prendre une douche parce que tu me dis, voilà, je suis très bien. Aujourd'hui soir, je ne pourrais pas te donner, donc demain, tu pourras prendre ta douche. Mais sinon, c'est le lundi et le jeudi. Ça marche ? Pour ce qui est activité, etc., je t'expliquerai ça demain. Ici, vous allez être trop en cellule, hein. il n'y a pas beaucoup de place, donc... Vous allez être trop en cellule, il va falloir être patient. Et voilà. Mais pour les cellules, je vais être avec quelqu'un. Vous allez être à 3. À 3. Ouais. Là, c'est, falloir... c'est des gens calmes. C'est deux personnes calmes. Ouais. Merci. Après, on a un manque de place, donc malheureusement. Bonjour. Là, c'est pour moi, ça. Ouais, c'est ton bac. Je sais pas monter dedans. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Viens. Tu peux le poser. Demain, tu es là? Demain, je suis là, mais j'ai pas dit demain, je changerai, j'ai dit demain, on verra. Ça va? Monsieur, il a un problème à sa jambe, tu vois. Oui. Donc, il sait pas dormir en haut. Donc, c'est où il dort là, ou... Tu moi, sais dormir en haut, toi? Moi, je sais dormir s'il y a un problème de jambe. Moi aussi, j'ai un problème. Ah, mais lui, il a une jambe en bois, hein? Ah. Donc. Je lui donne le tutorisation. Ok, ça va. Allez, j'apporte un matelas. In Belgien werden Häftlinge, die für unzurechnungsfähig erklärt wurden, in psychiatrischen Abteilungen der Strafanstalten unter Beobachtung gestellt. In diesen Abteilungen gibt es keine Entlassungsdaten. Über das Schicksal der Häftlinge bestimmt eine interne Kommission. Sie genehmigt oder auch nicht eine eingeschränkte Freiheit oder die Überstellung in ein Spezialzentrum. Wir haben in einer psychiatrischen Abteilung 2 Jahre lang den Alltag von Männern verfolgt, die durch 11 gepanzerte Türen von der Freiheit getrennt sind. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich im zweiten und dritten Rennen gewonnen habe. Man darf nie vergessen, wer bei einem Pferderennen wettet, hat bestimmte Wünsche und Freuden. Aber das Ja und die Sicherheit sind unkonventionelle Parteien, die den Spieler täuschen und ihn ruinieren. Ich habe nichts verstanden. Wie meinst du das? Ich bin mit meinem kleinen Hintern in einer Suppenschale zwischen den Trabern geboren worden, zusammen mit meinem Vater. Das hat mir viel Geld eingebracht, hatte für mich aber auch dramatische Folgen. Beaucoup.
Mit Nudeln schmeckt es besser. Im Gegensatz zu trockenem Brot. Das Essen hier ist besser als sein Ruf. Es ist gut. Manches schmeckt weniger gut, aber es ist nie schlecht. Sonne, Essen, Fernseher, Heizung, frisches Bettzeug. Was will man mehr? Stimmt's, Dimitri? Ich werde Ihnen zeigen, wie wir die Milch aufwärmen. Hier muss man findig sein, denn es gibt keine Heizplatte. Warme Milch schmeckt gut mit Nesquik. Ich werde sie im Wasserbad erhitzen. Das ist eine Sackgasse hier. Egal, was Sie sagen, es ist eine Sackgasse. Wenn du nicht genügend Fantasie hast, um all dem zu entfliehen, geht's dir wie ihm, rund um die Uhr. Er ist seit 3 Jahren im Knast, aber wenn er rauskommt, meine einzigen Kontakte habe ich hier drinnen. Siehst du, so machen wir das. So wird sie ganz langsam warm. Wir führen hier einen täglichen Kampf gegen die Resignation. Du darfst dich nicht mit deinem Schicksal abwenden. Ich spreche beinahe schon mit meinem Fernseher. Genau wie Robinson Crusoe, der Freitag erfunden hat. Den kennen Sie doch. Man muss sich seinen eigenen Freitag erfinden, um nicht verrückt zu werden. Bevor ich in diese Zelle kam, war mein Vater gerade gestorben. Ich bin ausgeflippt und habe meine Zelle in Brand gesteckt. Sie haben mich dort nicht gut behandelt. Deswegen wollte ich umziehen. Ich war damals genau ein Stockwerk tiefer, in der 102. Eine beschissene Zelle, ohne Fernseher. Er kam rein und fragte, kannst du das leiser stellen? Ich meinte, kein Problem. Ich habe 5 Stufen leiser gedreht. Das ist eine Menge. Dann kam er wieder, mach die Musik leiser. Ich sagte, lassen Sie mir doch ein bisschen Spaß in meinem Unglück. Ich störe doch niemanden. Es war wirklich leise. Wer vorbeiging, konnte es hören. Aber nur hier, direkt vor der Zelle. Er fragte, willst du ins Loch? Ich meinte, was haben Sie denn gegen mich? Tun Sie, was Sie nicht lassen können und stecken Sie mich ins Loch. Er sagte, ich öffne jetzt die Tür und du bewegst dich nicht. Halt den Kopf still. Dann haben sie an meiner Kleidung gezerrt und mir die Arme auf den Rücken gedreht. Das war ein ganz mieser Griff, bei dem man ersticken kann. Den habe ich selbst mal beim Jiu-Jitsu gelernt. Du liegst am Boden und er verdreht dir so den Arm. Ich konnte nicht atmen. Und dann hat er mir auch noch den Fuß auf den Rücken gestellt. Ein paar Sekunden später wäre ich ohnmächtig geworden, aber dann hat er mich losgelassen. Schwer. Ja.
Meine Akte ist 800 Seiten dick. Ich habe an 19 Anstalten geschrieben und genauso viele Absagen erhalten. Ich bin einfach zu intelligent und weder körperlich noch geistig krank genug. Die Kliniken nehmen mich nicht auf. Für mich muss eine andere Lösung gefunden werden. Die Gesellschaft ist vor uns geschützt, aber wir werden nicht behandelt. Alle 6 Monate tagt eine Kommission. Dann werden die letzten 6 Monate in 5 Minuten beurteilt. Ich will hier erhobenen Hauptes rausgehen. Ich kann diese Hölle nicht mehr ertragen. Das ist hier eine Sterbeanstalt. Es ist kompliziert. Ich habe dir meine Situation ja schon ein bisschen geschildert. Ich wurde beschuldigt, meine Ex-Frau belästigt zu haben. Sie haben zu mir gesagt, wir trennen alles radikal, sie suchen sich einen Rechtsbeistand und einigen sich dann über die Anwälte. Ich sagte, sie haben mich in ein tiefes Loch gestoßen. Wie soll ich jemals wieder ein normales Verhältnis zu meinem Sohn entwickeln? Wie lange musst du hier bleiben? Ich habe keine Ahnung. Auf diese Frage habe ich jetzt 4 Jahre lang keine Antwort erhalten. Hat er nachts ferngesehen? Ja, aber nur ganz leise. Das habe ich gar nicht gehört. Das ging bis 2 oder 3 Uhr morgens. Von nächtlicher Ruhestörung habe ich ein Trauma. Wenn ich nachts von Lärm geweckt werde, kommt alles wieder hoch, was ich 1 Jahr lang ertragen musste. Aber Dimitri ist klasse. Er ist sehr rücksichtsvoll, was Lärm und alles andere betrifft.
pour le bruit, pour tout. Quoi. Ja? Wen? Ja, okay. Ich schicke ihn dir rüber. Hans. Hallo, ich bin neu und möchte mich hier anmelden. Nein, du bist nicht neu. Ich kenne dich seit 15 Jahren. Du bist nicht neu. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Ah ja. Erkennst du mich wieder? Wir haben uns verändert. Ja, das stimmt. Aber es gibt uns noch. Ja, es gibt uns noch. Ich wollte fragen, wird die Arbeit bezahlt? Dafür gibt es kein Geld. Kein Geld. Wenn du die abgelösten Teile später zusammenbaust, wirst du dafür bezahlt. Aber dazu musst du sie erst ablösen. Dafür gibt es kein Geld. Aber wenn ich damit fertig bin, baust du die Teile zusammen und wirst dafür bezahlt. Aber zuerst? Und was baut man zusammen? Du kennst ja die Teile. Die kleinen Ringe werden an den Gewindeteilen befestigt. Ah, so einfach ist das. Ja, das ist alles. Alles klar. Und was ist mit der Kohle? Sag mal ungefähr, was ich für die Arbeit bekomme. Für etwa 1000 Teile bekommst du 1,50 Euro. 1000 Teile für 1,50 Euro? Ja. Oh, ich glaube nicht, dass ich das durchhalte. Ich weiß, das ist nicht sehr verlockend. Ganz und gar nicht. Nein, ich weiß. Nein, nein. Ich weiß. 1,50 Euro für 1000 Teile. Ich weiß, ich weiß. Überleg mal. Jetzt mal ehrlich. Wenn man zu dir sagen würde, Sie müssen 1000 Teile für 1,50 Euro zusammenbauen, würdest du das machen? Zumindest bist du beschäftigt. Das ist besser, als in der Zelle zu sitzen. Naja. Hier unterhalten wir uns. Ja, aber ich mache mir doch nicht für 1,50 Euro die Finger kaputt. Ich verstehe das. Das ist zu wenig. Ich verstehe dich gut. Das ist schon unverschämt. Das ist absolut unverschämt. Die Sklaverei ist schließlich abgeschafft. Im Gefängnis bist du von den anderen abhängig. Für mich ist das Schwierigste nicht das Eingesperrtsein. Da gewöhnst du dich dran. Du bist eben eingesperrt. Fertig. Das größte Problem sind die Zellengenossen. Die können furchtbar sein. Wer mit jemandem zusammenlebt, muss sich an die Regeln halten. Mit ihm ist es leicht. Aber mit den anderen hatte ich nur Probleme. Manche schalten um 3 Uhr nachts den Fernseher ein, weil sie nicht schlafen können und rauchen dabei ihre Zigaretten. Ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, wer hier einzieht, wenn er geht. Bis jetzt hatte ich 9 Zellengenossen. Einer war ein richtiges Schwein. Er hat sich nie gewaschen, hat die Suppe über den ganzen Tisch verteilt, seine Kippen auf den Boden geworfen und seine Zigaretten über der Suppe gedreht. Mit solchen Leuten kannst du nicht reden.
Einer glaubte, die Richterin würde ihm negative Schwingungen durch den Heizkörper senden. Das war natürlich nicht seine Schuld. Wir sind hier eben in einer psychiatrischen Abteilung. Ich habe 6 Monate lang nur Scheiße gebaut. In der ersten Zeit wollte ich immer nur alle verprügeln und habe 2 Aufseher geschlagen. Wenn ich das Wort Hurensohn hörte, habe ich es automatisch auf mich bezogen. Dann brachten sie mich hierher. Und ich habe mich allmählich beruhigt. Zum Glück sind nicht alle Aufseher gleich. Normalerweise müsste ich in ein paar Tagen oder vielleicht in 2 bis 3 Wochen Sonderausgang haben. Ganz allein, ohne Begleitung. Mein Bruder hat gesagt, gib mir Bescheid, wenn du raus darfst. Er wird alle Freunde, die Familie und meine Kinder anrufen. Ich werde alle sehen. Und ich will nicht eine Sekunde vergeuden. Wenn ich um 9 Uhr raus darf, sage ich ihm, sei bloß um Punkt 9 da. Die Zeit vergeht sehr langsam. Mein Zellengenosse schläft viel, also unterhalten wir uns nicht. Wer seine Tage in einer 9-Quadratmeter-Zelle verbringt, muss auf seinen Lebensrhythmus achten. Entweder du arbeitest oder du bleibst in deiner Zelle. Sonst gibt es nicht viel zu tun. Ich verbinde gern das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich für die Häftlinge Briefe an ihre Anwälte verfasse. Einer hier schreibt sogar an den Justizminister. Ich habe die Absicht, ein Buch zu schreiben oder einen Film zu drehen. Meine Lebensgeschichte bietet genügend Stoff für mehrere Filme. Ich kann eine Komödie, einen Thriller oder ein Drama drehen. Ich könnte auch vom Thriller zur Komödie wechseln und das Ganze ins Lächerliche ziehen. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ich bin nun schon lange genug hier gewesen. Ich war bis 2000 2 Jahre lang hier und dann 10 Jahre in einer Einrichtung zum Schutz der Gesellschaft in Tournai. Anfangs stand ich 6 Monate lang unter Beobachtung. Das wurde dann verlängert, weil sie angeblich alle möglichen Krankheiten gefunden haben, an die ich mich nicht mehr genau erinnere. Mal war ich Psychopath, mal Psychotiker, Schizophrener oder Charismatiker. Die Liste ist lang. So, fertig. Man muss alles gut trocken wischen. Am besten 2 oder 3 Mal. Sorgfalt ist wichtig. Schnelligkeit ist gut, aber man muss auch sorgfältig arbeiten.
Damit es ganz sauber wird, darf man nicht zu viel Wasser verwenden. Ich habe an ein Dutzend Einrichtungen geschrieben. Sie haben mich alle abgelehnt, weil mein IQ zu hoch ist. Dein IQ ist zu hoch? Ja, und ich habe keine chronische Krankheit. Ich leiste gute Arbeit. Ganz ausgezeichnet. Ich mache dir eine Fotokopie davon. Es geht um mich und meine Einstellung den Opfern gegenüber. Ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen. Es geht um Empathie. Richtig. Es geht weniger um die Summe, die ich ergaunert habe, sondern eher darum, ob die Wunden verheilt sind oder eben auch nicht. Stell dir eine Extremsituation vor. Angenommen, du kommst hier raus und verzockst dein ganzes Geld in einem Anfall von Spielsucht. Du hast alles verloren. Könnte es dann passieren, dass du erneut andere betrügst, um weiterspielen zu können? Entschuldige, aber denk bitte mal darüber nach. Gute Frage. Bitte? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, auch wenn sie etwas gemein ist. Das hat mich der Staatsanwalt noch nie gefragt. Nein, und das wird er hoffentlich auch nie tun. Meine Antwort ist direkt und gleichzeitig indirekt. Die Wahrscheinlichkeit ist 50 zu 50. Einem Psychologen darf ich das nicht sagen. Man muss mich schon gut kennen. Du weißt ja nicht, wie ich draußen bin. Ich bin ein alter Fuchs. Herr Melek, hier kommt der Schreiber. Guten Tag, Jean-Marc. Wohnt hier der Serienkiller? Alles klar? Alles klar. Ich habe dich rufen lassen, damit du ein paar Berichte für mich schreibst. Warum ich im Gefängnis bin, wie lange schon? Herr Melek wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Mordes, unerlaubten Waffenbesitzes, Fälschung und Körperverletzung. Der Verurteilte ist krank und unzurechnungsfähig. Das Schwurgericht hat mich zu 10 Jahren verurteilt. Ich habe einen 35-jährigen Mann getötet, der selber ein Mörder war. Er hat gedroht, mich und meine Familie umzubringen. Ich habe ihn getötet, um mich zu schützen, weil er mich wirklich umbringen wollte. Er war ein Wiederholungstäter. Leider hat es im Gefängnis zwischen mir, den anderen Häftlingen und den Beamten Zoff gegeben. Ich habe einen Bandenführer mit dem Messer verletzt. Sowas kommt vor. Im Gefängnis gibt es oft Streitigkeiten und Probleme. Wir sind hier eben nicht im Kindergarten. Hier gibt es gefährliche Leute. Ich schreibe jetzt deinen Bericht zu Ende. Wir machen besser weiter, bevor der Beamte wiederkommt. Schreib an Frau Jessica, meine Psychologin. Sag ihr, ich möchte dringend mit ihr sprechen, weil ich psychologische Hilfe brauche. Den Brief an den Direktor lassen wir? Ja, das lassen wir. Das würde sowieso nicht klappen. Die schönsten Momente meines Lebens habe ich mit meinem Vater, meiner Mutter, meinen Cousins und meinen Brüdern verbracht. Wir haben zusammen gespielt und gelacht oder auch mal geweint. Es gab gutes Essen und wir haben über schöne Zeiten gesprochen und Geschichten erzählt. Das waren die besten Momente meines Lebens auf dieser Erde. Seit 9 Jahren muss ich diese Liebe entbehren, die ich so brauche. Aber der Tag des Wiedersehens wird hoffentlich kommen. Der
Das ist mein Versteck. Hötsch? Alles klar? Hey Jungs, bald ist es soweit. Hast du Ausgang? Also, das wird wohl nichts vor... Du hattest noch keinen Ausgang? Bis jetzt noch nicht. Erst nach den Feiertagen. Warum kommst du nicht raus? Während der Weihnachtszeit tagt die Kommission nicht. Ich muss also bis nach den Feiertagen warten. Aber im Januar kann ich wohl meine Familie besuchen. Meine Kinder, meine Geschwister und Cousins. Assalamu alaikum. Nescafé Gold schmeckt besser als der Gefängniskaffee. Bonjour, monsieur. Die Zwangseinweisung ist eine Methode, um sich einen Menschen vom Hals zu schaffen. So einfach ist das. Er verschwindet in der Versenkung. Das Scheinheilige daran ist, dass sie uns auf diese Weise töten können, ohne zu töten. Alles politisch korrekt. Da kann niemand etwas sagen. Sie töten, ohne zu töten. Das ist das Scheinheilige daran. Manche hier würden es sicher vorziehen, wenn die Todesstrafe wieder eingeführt würde. Ich war früher perfekt in die Gesellschaft integriert und hätte mir das hier niemals vorstellen können. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt. Für mich waren psychiatrische Anstalten, Kliniken, in denen Kranke behandelt wurden. Aber das war ein naiver Irrglaube. Mir war nicht klar, dass die Psychiatrie eine Spirale ist, die der Entsorgung von unerwünschten Menschen dient. Die Angst vor der Freiheit. Ich bin noch gar nicht auf die Freiheit vorbereitet. Der Gedanke daran macht mir Angst. Das ist dumm, aber es ist so. Als ich nach 3,5 Jahren aus dem Gefängnis kam und mit meiner Reisetasche im Zug nach Brüssel saß, habe ich angefangen zu weinen, weil plötzlich alles so bunt war. Auch die Geschwindigkeit war ich nicht mehr gewohnt. Ich habe mich gefragt, sogar meine Tasche habe ich im Zug vergessen. Jahrelang sieht man nur Menschen in blauer Kleidung mit Sternen drauf. Und auf einmal trifft man im Zug auf die verschiedensten Leute, die Jeans oder Kleider tragen. Junge Leute, die lachen und Spaß haben. Der Zug fährt 100 oder 120 Stundenkilometer. So ein Tempo ist man nicht mehr gewohnt. Das alles hat mir große Angst gemacht. Yes.
Man sieht es einem Menschen nicht an, dass er Wahnvorstellungen hat. Darüber kann man nur sprechen. Wenn ich dir erzähle, was ich alles durchgemacht habe, wirst du sagen, das ist unmöglich. Also muss ich ein Paranoiker sein. Entweder habe ich das wirklich erlebt, oder ich bin paranoid. Ich werde dir ein Beispiel geben. Ich rede gern mit meinem Hund, und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Es gibt da zwei oder drei Geschichten, die ich nicht alle erzählen kann. Aber einmal sagte ich zu meinem Hund, was für ein trübes Wetter, Wanda. Das macht keinen Spaß. Und kurz bevor wir rausgingen, meinte ich zu ihr, ich werde alt. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Ich werde vergesslich. Im Fahrstuhl traf ich dann eine Frau aus dem 16. Stock, die sagte, was für ein trübes Wetter. Ich antwortete, ja, das macht wirklich keinen Spaß. Und darauf sie, davon werde ich vergesslich. Wie viele Menschen würden wohl sagen, dass sie bei trübem Wetter vergesslich werden? Um es in einem Rap zu sagen, dass ich kiffe, ist wahr. Denn so wird mein Kopf klar. Verrückt, aber ohne kann ich nicht, denn das hält mich im Gleichgewicht. Neulich bin ich hier wieder mal ausgerastet. Ein Beispiel. Ich brauchte Wasser. Es gibt keine Klingel, also habe ich an die Tür gebummert. Aber niemand kam. Einmal, zweimal, immer wieder. Hinterher hieß es, wir geben Ihnen 400 Milligramm Clopixol. Ich sagte, das will ich nicht. Das hilft, Sie werden sehen. Dann sagte er, also eine Zyprexa. Ich meinte, nein. Was haben Sie noch? Eine Nocinan. Nein, das ist ja noch schlimmer. Da geht man ja von 100 Milligramm K.O. Am besten geben Sie mir Benzodiazepine. Er meinte, ich sehe, Sie kennen sich aus. Ich sagte, ich habe 21 Jahre Erfahrung mit der Psychiatrie. An welches Medikament denken Sie da? Ich fragte, haben Sie Tranxene? Ja, ich werde Ihnen Tranxene 50 verschreiben. Und die habe ich dann genommen. Die sind für mich wie Zuckerpillen. Ich war auf 400 Milligramm und bat darum, auf 300 runterzugehen. Machen wir einen Deal, Herr Doktor? Er wollte nicht, aber ich sagte, ich habe auf Sie gehört, jetzt müssen Sie mir vertrauen. Geben Sie mir 300. Ob 400 oder 300 ist doch egal. Das sind nur 100 Milligramm. Er meinte, okay, bei der nächsten Injektion geben wir 300. Er hat sein Versprechen gehalten. Ich bin jetzt auf 300 Milligramm. Pourquoi?
Patrick D. aus der 403. Er macht sich Sorgen wegen der neuen Behandlung. Kann ich ihn kurz zu dir rüberschicken? Je ne peux pas te l'envoyer 5 minutes. Ja? Oui. Es sind schon Patienten da. Oui, mais écoute, je vais te l'envoyer. Ich schicke ihn mal rüber. Er ist besorgt und will wissen, wer das verordnet hat. Es warten nicht allzu viele, also schicke ich ihn rüber. Oft sind sich die Psychiater nicht einig über die richtige Medikation. Er sagt, ihm wurde ein falsches Medikament gegen Spielsucht verschrieben. Er macht sich sehr viele Gedanken um seine Medikation. Er nimmt enorme Mengen Arzneimittel, bis zu 30 Psychopharmaka pro Tag. Ich kann ihn manchmal kaum verstehen, weil er sich wegen der vielen Medikamente nicht richtig artikulieren kann. Il n'articule pas convenablement, mais tout ça c'est dû aux médications. Sie sind alle so schön, dass ich mich nur schwer entscheiden kann. Die Kälte der Mauern umgibt mich, doch du wirst immer mein schönstes Feuer sein. Fern von mir, doch nah an meinem Herzen, wirst du stets meine leuchtende Blume bleiben. Deine reine Seele lässt mich die Furcht vor all diesen Mauern überwinden. Meine Mutter sagte eines Tages zu mir: Ich habe dich nicht adoptiert, ich habe dich gekauft, um in der bürgerlichen Gesellschaft etwas zu gelten. Sie hat mich gestoßen und ich bin auf eine Marmortreppe gefallen. Dabei habe ich eine Hirnverletzung erlitten und musste operiert werden. Ich war in Ottigny zu einer neurologischen Untersuchung. Dort wurden ziemlich schwere Spätfolgen festgestellt, unter denen ich bis heute leide. Guten Tag. Kann ich bitte meine Tochter sprechen? Vielen Dank. Hallo, kleine Prinzessin. Mir geht es gut. Heute ist ein wichtiger Tag, an dem ich das schönste Geschenk meines Lebens bekommen habe, nämlich dich. Alles Gute zum Geburtstag, meine kleine Prinzessin. Wann hast du mein Geschenk bekommen? Ich weiß, ich wurde abgehört, weil sie am nächsten Tag einiges wiederholt haben. Aber die Psychiater glauben dir nicht, weil sie alles für Wahnvorstellungen oder Paranoia halten. Aber nachts, wenn sie mich davon abhielt zu schlafen, ich bin nicht gewalttätig, aber energisch. Ich reagiere sehr schnell und sehr heftig. Das haben geschlagene Kinder so an sich. Wenn ich nachts einen Wutanfall bekam, hatte ich Lust, den Vorschlaghammer zu nehmen und die Tür einzuschlagen, um ihr den Kopf zu zerschmettern und sie aus dem Fenster zu werfen. Ich habe es nicht getan. Jemanden zu erstechen, wenn man keine Wut hat, ist nicht einfach. Denn ohne Wut ist da auch kein Hass. Andernfalls ist es leicht. Du gerätst in Wut, nimmst ein Messer und stichst zu. Nein, nein, jemanden zu töten ist schwer. Einmal ganz abgesehen von den Folgen. Die Polizei, die Handschellen, die Haft, der Richter. All das ist sehr ermüdend. Ich weiß noch, dass ich im Café saß und dachte, den ersten, den ich sehe, töte ich. Ich nahm die Metro bis Porte Halle und dann den 54er Bus. Als ich aus dem Bus stieg, bin ich hinter den Häusern lang gelaufen. Und als ich reinging, kam gerade eine Frau raus. Es hätte sie oder auch jemand anders treffen können. Ich habe nicht gezielt, sondern einfach zugestochen. Ich habe mich auf sie gekniet, ihr das Messer an die Kehle gehalten und gesagt,
Du Schwein, sag mir, wer dich dafür bezahlt, mich zu verfolgen. Meine Frau und deine Freundin bezahlen jemanden, der alles organisiert. Ich wollte sie töten. Anfangs habe ich heftig in ihren Bauch gestochen. Wir haben gekämpft. Sie war ziemlich stark. Dann habe ich so oft wie möglich auf ihr Herz gezielt. Ich wollte sie töten, um nicht wegen Körperverletzung verurteilt zu werden. Bei Nachbarschaftsstreits oder Körperverletzung kommt man oft gar nicht erst vor den Richter. Meine Tat musste schwerwiegend genug für eine Verurteilung sein. In meiner ersten Nacht in Haft war ich der glücklichste Mann der Welt. Ich hatte nur eine Decke, kein Kopfkissen, aber die Polizisten waren sehr nett. Ich glaube, sie haben mich verstanden. Sie fragten, wie geht's? Ich hatte eine wunderbare Nacht. Nach einem Jahr die erste, in der ich gut geschlafen habe. Das hast du auch erzählt. Ja. Monsieur de la Légère Commission. Es tut gut, wieder eigene Kleidung zu tragen, auch wenn ich nicht duschen konnte. Den Intimbereich kann man sich hier nicht waschen. Das geht nur unter der Dusche. Dazu braucht man Waschlappen und mehrere Handtücher. Aber ich bin präsentabel, rasiert, gekämmt und sauber.
Patrick? Nein, ich habe keine Lust. Nein? Ich komme nicht. Geht's dir nicht gut? Wie bitte? Ich habe da so viel Energie reingesteckt. Ja, ich kann deine Enttäuschung verstehen. Aber du wirst die Einrichtungen kontaktieren und mit der Entscheidung der Kommission werden sich die Türen schon öffnen. Die Türen werden sich öffnen, Patrick. Das war doch eine gute Nachricht. Jetzt hast du den Schlüssel, um die Türen zu öffnen. Ich soll den Schlüssel dafür haben? Wir helfen dir, ihn zu finden. Und bei deiner Fähigkeit, Briefe zu verfassen, wirst du auch irgendwann eine positive Antwort erhalten. Ich weiß, dass du jetzt wieder einen Berg Arbeit vor dir hast. Aber es ist eine Arbeit für die Freiheit. Ich verstehe deine Verzweiflung, aber das ist eine gute Nachricht. Man hat mich ganz allmählich zerstört. Das ist jedes Mal wieder wie ein kleiner Tod. Du musst ganz tief in deinem Innern nach Zuversicht suchen. Hier braucht es mehr als Hoffnung. Du musst deine Zuversicht pflegen. Wissen Sie, wer mich geheilt hat? Das war eine Pfarrerin, die mir drei Blumen mitbrachte. Ich habe sie in eine Vase gestellt und sie haben mich an das Leben erinnert. Das hat mich gerettet. Sie hat mich in die Arme genommen und ich konnte weinen. Das hat mich geheilt. Zwei Menschen haben sich die Zeit genommen, um mir zuzuhören. Aber alles andere hier macht mich kaputt. Das ist für alle, die Selbstmordgedanken haben, die in ihrer Jugend unglücklich waren, die keine Hoffnung mehr haben und nur noch daran denken, diese Welt zu verlassen. Das gibt einem zu denken. Sie wollen sich umbringen, weil sie verzweifelt sind. Ich habe sehr viele solche Menschen gekannt. Tu peux passer encore bon moment. Tu te rends compte?
Vergiss die Menschen, die dir begegnet sind. Nimm sie als flüchtige Schatten. Lass deinen Blick nicht davon lähmen. Versuch zu denken, das ist ein Leerlauf in meinem Leben, nichts weiter. Wenn ich hier rauskomme, vertreibe ich das alles aus meinem Kopf, so als wäre nichts geschehen. Dafür braucht man mordsmäßig viel Kraft. Stell dir vor, ich lerne in 2 oder 3 Jahren ein Mädchen kennen und sie fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich könnte sagen, dass ich Fernfahrer war. Ich habe meine Fahrerlaubnis und eine kaufmännische Ausbildung. Aber ich bin 48 Jahre alt und nur 11 Jahre lang gefahren. Was hast du in den restlichen 14 Jahren gemacht? Soll ich dann sagen, ich sei krank gewesen? Ich werde sie nicht verarschen. Ich werde ihr die Wahrheit sagen, auf die Gefahr hin, dass sie mir eine knallt. Ein Arzt hat mich untersucht und in eine sogenannte Strafvollzugsanstalt gesteckt, weil ich in Tournai ein Vergehen begangen hatte, für 6 Monate. Dann hat man Krankheiten erfunden. 14 Jahre später stehe ich hier vor dir. Ich bin geheilt und war in Wirklichkeit nie krank.